Yassas Freunde, die Sophie steht hinter der Ecke, denn heute habe ich für sie ein Gericht ausgesucht, wo ich ihr einfach nur die Zutaten organisiert habe und sie gar keinen Plan hat, wie das Zeug aussehen soll. Und da kann man jetzt einiges falsch machen. Und Sophie, ich bitte dich herein. Das darfst du heute kochen. Wir haben ja einmal Zucchini, Quinoa, Honig, 18 abgezählte Oliven, Salz, Pfeffer, 750 Milliliter Gemüsebrühe, 3 Handvoll Haselnüsse, Petersilie, Ziegenfetter, also gab kein Ziegenkäse mehr, und Ziegenfrischkäse und für die Veganen unter uns normaler Frischkäse in vegan, normaler ohne Käse. Normaler Frischkäse. Ja. I regret this one. Ich könnte daraus jetzt so 10 verschiedene Sachen machen. Mach mal einen Schlachtplan. Also, ich denke mal, Gemüsebrühe, Quinoa gehen auf jeden Fall. Darf ich das mir so hinstellen? Ja, kannst du machen. Also, ich habe selber ja keinen Plan, wie das Rezept geht, deswegen kann ich auch nicht helfen. Wie, du hast selber keinen Plan, wie das Rezept geht? Ja, ich kenne das Rezept und ich weiß, wie es aussehen soll, aber ich weiß nicht, wie das Rezept geht. Also, das geht wahrscheinlich auf jeden Fall zusammen, weil der Quinoa muss ja irgendwo drin ziehen. Dann ist die Frage, ob das ein Salat ist am Ende, sowas wie so ein Couscous-Ding, oder ob das irgendwie gefüllte Zucchini sind. Das wäre jetzt die Frage, das herauszustellen, ne? Er hat gesagt, es wird tricky. Ah, fuck! Auf was habe ich mich eingelassen? Nein! Ich bin so überfordert. Ja. Ich bin komplett überfordert gerade, ne? Aber das wäre, also der Ziegenfetter wäre theoretisch dann eigentlich so ein Ziegen-Camembert gewesen. Nee, das wäre einfach Ziegenkäse, ja, Ziegenkäse halt. Aber trotzdem haben wir noch Ziegenfrischkäse. Mhm. Warum brauche ich beide? Also, ich bin schon stark dabei zu tendieren, dass ich quasi erstmal alles zusammenmische, bis auf die Zucchini. Die Zucchini als Schiffchen mache. Und die dann fülle mit dem Zeug. Aber so viele Zucchini, wie ihr da hingelegt habt, können die nur gefüllt sein. Weil daraus einen Salat zu machen, das wäre schon sehr zucchini-lastig. Wenn das stimmen würde, wäre das schon wirklich 200 IQ. Also, obwohl Quinoa ist auch schon ziemlich. Sehr geil. Deine hast Mama auch hat Angst, dass du nicht weißt, was es ist. Ist das dein Ernst? Mama? Du hast gedacht, ich weiß nicht, wie Quinoa aussieht? Weil der Hund ist, dachte ich, das erkennst du nicht. Ich kenne Quinoa. Willst du auch mal meinen Schlachtplan hören? Also ich habe die Theorie aufgestellt, dass das zu viele Zucchini wären für einen Salat, wenn man so einen Couscous-Salat mit Quinoa machen würde. Deswegen würde ich sagen, dass das gefüllte Zucchini sind, irgendwie so Schiffchen oder so. Sagst aber nichts, lieber Mama, ne? Nein. Nicht nein oder ja sagen, danke. Ja, und dann würde ich sagen, let's go, oder? Let's go. Ich werde jetzt erstmal den Quinoa aufweichen. Mach den dafür erstmal eine größere Schüssel und gebe die Brühe dazu. Das ist ganz schön viel Brühe. Das Schlimmste bei der ganzen Sache ist, ich habe halt keine Zeitangaben so, ne? Ich habe keine Ahnung, wie lang irgendwas irgendwie sein soll. So, den stellen wir erstmal beiseite. So, und die Frage ist halt jetzt, wie genau ich jetzt vorgehe, ne? Ich würde mal anfangen mit den Zucchini. Ich versuche die jetzt mal vorzubereiten. Größtes Messer, check. Ich schneide hier erstmal die Spitze ab. War das klug? Kein Zurück mehr, Leute, kein Zurück mehr. Ich glaube, ich lasse schon fast sogar den Strunk da oben dran, weil dann kann ich die besser füllen, aushöhlen, sonst was. Vielleicht hätte ich mal damit anfangen sollen, vielleicht erstmal die auszuhöhlen, statt die alle in zwei Hälften zu schneiden. Jetzt gibt es natürlich kein Zurück mehr an der Stelle, wa? Meine Meinung kann ich jetzt nicht mehr ändern. Die sollen auf jeden Fall nicht zu dick sein, weil sonst werden die nicht alle gleich durch. Die Frage ist halt auch, mache ich das am Ende in der Pfanne oder mache ich das im Ofen? Ich hatte auch schon verschiedene Rezepte, aber letztendlich, glaube ich, ist es dann scheißegal, ob es in der Pfanne oder im Ofen gemacht habe, sondern eher das Ergebnis dann, oder? Wahrscheinlich ist es irgendwas komplett anderes oder so. Wahrscheinlich am Ende gar nicht halbieren, sondern einfach nur vollgestopft, die Dinger. Aber da müsste man so viel verschwenden. Ach ja, mal so ganz nebenbei erwähnt. Das ist mein 5000 Abonnenten-Special. Ja, Mann, voll vergessen, einfach nur, weil ich die Anmod nicht gemacht habe. Ich bin blond, ich darf das. Ja, Leute, nochmal echt geil. Ich find's schön, ich find's toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Ne, es ist irgendwie schön, ein paar Leute immer wieder mal vorbeikommen und zuschauen und keine Ahnung. Und ich dann so nette Kommentare unter meinen Videos finde, dass holy moly, ihr seid so nett und so cute. Alter, leckst mich am Chipperli. Also ich würde ja auch immer mal gerne mit euch persönlich mal quatschen. Wisst ihr, wo wir das machen können? Auf meinem Discord, Leute. Und zwar findet ihr dazu den Link in der Beschreibung. Und da könnt ihr Rezepte reinstellen. Ihr könnt aber auch fragen, so, hey Leute, kann mir jemand ein gutes Rezept dafür empfehlen? Vielleicht gibt es irgendjemanden, der da ein gutes Rezept hat. Vielleicht habe ich ja auch ein gutes Rezept dafür. Und keine Ahnung, weiß nicht. Fände ich cool, wenn da so ein bisschen so ein kleiner Austausch passiert. Ihr könnt dann natürlich auch mich Sachen fragen. Und keine Ahnung.
Nö. Ich habe auch ein paar sehr nette Mods, die ich alle schon seit längerem kenne, seit bestimmt schon über einem Jahr. Der eine, der den Discord erstellt hat, der schaut mir auch immer beim Schneiden zu und trägt auch immer ganz tüchtig Meme-Ideen bei, wenn ich mal keine haben sollte. Auf jeden Fall cool. Würde mich voll freuen, wenn ihr da vorbeikommen würdet. Ja. Tatsächlich haben auch einige von euch für diese Challenge gestimmt. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe gefragt, ob ihr lieber Lust hättet, ob ich quasi diese Challenge mache, die ich jetzt gerade tue, oder ob ich einfach nur ein Bild von einem Gericht sehe und das danach kochen muss, nach dem Bild, und dann hoffen muss, dass es irgendwie dasselbe ist. Ich weiß halt weder, was für Gewürze drin sind oder sonst was. Ja, und ihr habt für diese Challenge offensichtlich gestimmt. Und das mit dem Bild, Alter, das war so knapp. Es waren vielleicht 4, 5 Leute mehr oder so. Ich kann das Ergebnis ja nochmal hier irgendwo einblenden an der Stelle. Aber das war echt knapp und deswegen dachte ich mir, hey, also die andere Challenge wird auf jeden Fall auch irgendwann gemacht. Nur nicht heute. Oh, wisst ihr, was auch hätte sein können? Zucchini-Röllchen. Also das Zeug, sie machst und dann am Ende ein so Streifen machst und das dann einrollst. Naja, too late now. Leute, mir fällt was auf. Ich glaube, man muss das kochen. Ja, man muss Quinoa kochen. I'm stupid as fuck. Wisst ihr was? Ich kann ja schon mal die hier entkernen. Das ist der Kirschentkerner. Da ist die halbe Olive abgefallen an der Stelle. Nice. Diese schwarzen Oliven, die man öfter mal findet im Supermarkt, die sind gefärbt. Ich glaube, die Galamat. Ich würde jetzt nicht drauf schwören, ne? Das ist nur so Halbwissen, was ich jetzt hier verbreite. Also googelt es lieber nochmal. Weil ich weiß noch, Kalamata-Oliven, die einzigen, auf jeden Fall einer der einzigen Sorten von Oliven, die wirklich braun sind und nicht einfach mit schwarzer Farbe vollgekippt wurden. Würde ich mal sagen, packe ich diese Oliven und wir sehen uns dann wieder, wenn das fertig ist und der Quinoa durch ist. Okay, ich habe mir eben nochmal gedacht, als ich das Ganze vorbereitet habe, da fehlt auch eigentlich irgendwie Öl. Es kann ja nicht sein, dass da kein Olivenöl oder sowas drin ist. Und ich habe nochmal nachgefragt und Thomas meinte, oh ja, er hat das Olivenöl vergessen. Bravo, Thomas. Der Quinoa ist jetzt so gut wie durch, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen, weil der ja auch noch mal ein bisschen mehr einzieht. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich das machen soll, ne? Irgendwie brate ich das hier vorher an, lasse ich das so, ich weiß es nicht. Tue ich am Ende alles in die Pfanne, tue ich es in den Ofen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich tue es in den Ofen. Ich hacke jetzt diese Petersilie kurz durch, beziehungsweise habe sie schon zum größten Teil durchgehackt. Ich habe ein paar von den Stielen mit reingenommen und auch ein paar von den Blättern. Dann nehme ich mir auch gleich noch ein paar und dann bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich danach mache. So, ich tue da jetzt diese Hälften mal kurz drin anbraten, I guess. Maybe kind of stupid, maybe not, I don't know yet. Ich habe mich jetzt kurzerhand dazu entschieden, das Ganze am Ende in den Ofen zu tun, aber die vorher nochmal anzubraten. Dann sind die auf jeden Fall durch, würde ich mal sagen. Während das da schön anbrutzelt, werde ich jetzt hier mal alles reingeben. Scheiß drauf, damit ist es schon warm genug da drin. Hier ist mein Quinoa übrigens drin. So, ich hatte jetzt noch folgende Idee. Und zwar, der Plan ist jetzt, da ist ja quasi schon alles, was so weich ist, ist da jetzt schon drin. Ich würde die Walnüsse auf jeden Fall noch mal kurz antoasten und dann klein zerkrümeln und mit dem Schafskäse oder mit dem Ziegenkäse zusammen als Topping oben drüber bröseln, dass das so ein bisschen so einen Crunch gibt außen und dann innen schön weich ist. Das ist der Plan. Ich hoffe, ihr hört mich, weil hier so laute Dunstabzugshaube und laute, viel zu laute Zucchinis. Ich habe jetzt auch schon mal den Backofen auf 160 Grad vorgewärmt. Perfekt. Ich mache den Freund hier nochmal an. Da ist immer noch dasselbe Olivenöl drin, das ist okay. So, und in diese heiße Pfanne gebe ich jetzt meine Walnüsse, die noch mal schöne Röstaromen bekommen. Dafür nehme ich doch gleich wieder den Freund her. Und damit die schön ein bisschen karamellisieren, brauche ich den ganzen Honig? So, das gebe ich jetzt mal wieder zurück in die Schüssel, damit die Pfanne für heute ihren Zweck erfüllt, aus meiner Sicht zumindest. Next Step ist, diese schönen Zucchini zu füllen. Dann gebe ich überall noch ein bisschen eine Prise Salz drüber. Dabei auch nicht zu viel, weil da ist ja schon Gemüsebrühe dran. Ne? Und dann gebe ich den ganzen Spaß in den Ofen. Und wenn ich glaube, dass es so gut wie soweit ist, dann hole ich das nochmal raus, mache da die Walnüsse drüber und den Ziegenkäse. Und dann kommt das nochmal in den Ofen, damit es ein bisschen schmilzt. Und dann sollte das Ganze fertig sein. Die guten Zucchini sind jetzt so gut wie fertig und ich werde darüber jetzt die Walnüsse und den Käse krümeln. Die kommen wieder in den Ofen. Ja gut, sollte ich vielleicht nicht anfassen an der Stelle. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich hätte den Ziegenkäse in den Quinoa reinmachen sollen. Scheiße. Egal. Egal. Ui. Also, ich hoffe. Eieiei, das sieht gut aus. Also, folgendes. Das sieht krass aus, ja. Ich glaube, nur eine Sache habe ich vergessen. Mhm. Ich glaube, der hätte in den Quinoa reingemusst. Naja, jetzt drauf machen ist blöd.
Nein! Rot. Ja, aber voll geil. Du wirst es mal sehen, wie es aussehen sollte. Ja. Geil. Voll ähnlich, ne? Ja. Vor allem, du hast die Stücke sogar genauso groß gemacht, weil wusstest du das? Die Walnüsse haben die, glaube ich, oben drüber gemacht, aber sehr geil. Hey, die habe ich auch oben drüber. Ja, okay, aber die haben die größer gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Gefüllte Zucchini mit einem Walnuss-Ziegenkäse-Topping. Bam! War gut. Hey, das jetzt ist aber die Frage, wie die das genau gemacht haben, weil ja. Ich habe nämlich die Walnüsse in Honig angebraten. Boah, krass. Okay. Die Gemüsebrühe zum Kochen bringen und die Quinoa hinzugeben. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis die Quinoa die Flüssigkeit aufgenommen hat. Dann noch 10 Minuten lang lassen. Also das Beste ist, mein Hirn hat am Anfang nicht so ganz funktioniert. Ich habe vorher an Couscous gedacht und habe ich einfach nur die Gemüsebrühe in Quinoa reingekippt. Und dann war ich so, ach so, nach so 10 Minuten machen wir es noch nichts passiert. Und dann war ich so, oh, Quinoa muss man ja kochen. Wow. Guten. Heiß. Voll geil gemacht. Richtig gut geworden, richtig nice. Gut ausgesucht. Gut ausgesucht? Ja. Stark, finde ich auch. Sehr geil. Freue mich, das jetzt zu essen. Ja. Ich habe jetzt Bock zu essen. Das heißt, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne auf Instagram vorbei, schaut beim Thomas vorbei, schaut auch bei dem bei Instagram vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Tschüss. Wow!